Hey, ich weiß, als Finanzberater oder Versicherungsmakler ist es manchmal echt eine Herausforderung, das Maximum aus jedem Tag herauszuholen. Doch ich kann dir sagen, mit ein paar cleveren Strategien kannst du deine Effizienz steigern und mehr erreichen. Und hier sind die paar spannenden Tipps für dich, um dein tägliches Pensum zu maximieren. Erstens, setz dir klare Ziele. Definiere erreichbare Ziele für jeden Tag. Das gibt dir definitiv einen klaren Fokus und hilft dir auch, deine Prioritäten richtig zu setzen. Zweitens, plane deinen Tag einen Tag im Voraus. Heißt, nimm dir am Ende jedes Arbeitstages Zeit, um den nächsten Tag zu planen. Genauso mache ich das auf. Ich schreibe mir eine Liste von den Aufgaben und ordne sie dann nach Priorität, was ich morgen machen möchte. Heißt, du gibst dir selbst einen klaren Fahrplan für den nächsten Tag. Drittens, nutze die Morgenstunden. Die Morgenstunden sind oft die produktivsten. Nutze diese Zeit, um die wichtigsten Aufgaben zu erledigen, bevor Ablenkungen und Unterbrechungen durch Kunden oder Mitarbeiter überhaupt passieren können, die dich dann wieder aus dem Konzept bringen und du abends wieder da sitzt und denkst, oh, irgendwie habe ich nichts geschafft. Viertens, delegiere Aufgaben. Überlege, welche Aufgaben du delegieren kannst, wenn du Mitarbeiter hast, um deine Zeit einfach effizienter zu nutzen. Konzentriere dich dann wirklich auf die Aufgaben, die dir Einkommen bringen. Ich nenne das immer einkommensproduzierende Aktivitäten, die nur du erledigen kannst, und überlasse den Rest deinem Team oder auch einem externen Dienstleister. Fünftens, vermeide definitiv Multitasking. Versuche dich auf nicht zu viele Aufgaben gleichzeitig zu konzentrieren und damit dich zu verzetteln. Multitasking kann zu Zeitverlust und auch schlechteren Arbeitsergebnissen führen. Aus der eigenen Erfahrung kann ich dir sagen, Fokus ist ganz, ganz wichtig. Sechstens, nutze spannende Tools und Technologien, denn es gibt mittlerweile total viele Projektmanagement-Tools bis hin zu automatisierten Workflows. Da haben wir auch ganz viele hier in meiner Firma integriert, die richtigen Werkzeuge sind, die einfach zu deinem Arbeitsstil passen, die dir ganz viel Arbeit abnehmen und auch alles viel systematischer machen. Und sonst natürlich zu guter Letzt, vergiss nicht, auf dich selbst aufzupassen und auf dich zu achten. Leg Pausen ein, hab Entspannungsphasen, mal wieder bildschirmfreie Zeit, um halt auch wirklich langfristig produktiv zu sein, und lerne auch mal Nein zu sagen. Heißt auch mal Aufgaben abzulehnen, sie nicht zu machen, sie bewusst nicht zu tun oder sie bewusst wann anders zu tun. Denn das ist wirklich ganz, ganz wichtig, um dich intensiv mit den richtigen Dingen zur richtigen Zeit zu beschäftigen. Und mit diesen Strategien, nutzt das wirklich, setzt das um, kannst du das Maximum aus jeden Tag herausholen. Das ist natürlich wichtig, dass du es auch genauso machst, um deine Produktivität zu steigern. Und so schaffst du es, fokussiert zu bleiben, konsequent zu bleiben und auch kontinuierlich dich dahingehend zu verbessern, deine Effizienz zu verbessern. Heißt, du wirst erstaunt sein, wie viel du innerhalb dieser Zeit erreichen kannst. Denn ich kann dir sagen, eine Minute kann sehr, sehr lang sein, eine Stunde kann sehr, sehr lang sein und ein Tag, den haben wir alle gleich von den Stunden her. Deswegen mach was aus dieser Zeit, die dir zusteht, und plane alles richtig. Wenn dir dieses Video hier gefallen hat, lass gerne einen Daumen da und abonniere meinen Kanal, um keines der weiteren spannenden Videos mehr zu verpassen.